Michel Wicki, ja, herzliche Gratulation zu dem Schweizer Meistertitel. Ich nehme an, genug Tuig ist gross jetzt. Ja, riesig. Ja, mega happy. Also sehr, sehr, sehr glücklich, dass wir die haben können heimholen. Ja. Es ist das erste Mal seit langem, kann man sagen, nicht gegen Piranha gewesen, sondern gegen das Korps. Entsprechend fast noch grösser war der Druck gewesen für euch, dass ihr wirklich gewinnt. Wie hast du das erlebt gehabt? Oder dann auch im Spiel, der Druck? Ja, also, ja, wir haben einen Druck gehabt, ja, den habe ich gespürt. Also vor allem vor dem Spiel sehr nervös gewesen. Aber ja, bin ich mir gewöhnt, bin ich auch gegen Piranha immer gewesen. Aber schlussendlich, ja, wir haben ein bisschen gewusst, wir müssen einfach unser Spiel abliefern. Und wir haben es natürlich auf keinen Fall unterschätzt. Ich glaube, das war noch ein bisschen das Rezept gewesen. Und wie hast du denn auch das Spiel selber erlebt? Ja, also sehr intensiv. Wirklich sehr, sehr intensiv. Also jedes Superfinale ist immer sehr hart umkämpft und wir haben gewusst, es braucht sehr viel Kampf, jeden Zentimeter. Und das war es auch so gewesen, ja. Und jetzt hast du aber wahrscheinlich schon noch genug Energie, um ein bisschen feiern. Ja, ja, auf das haben wir natürlich uns auch lange gefreut. Ja, ja, ich etwas essen, dann geht es wieder. Lara Kipf, du hast mit deinem Team Vereinsgeschichte geschrieben und trotzdem steht ihr jetzt als Verliererin da. Wie geht's dir? Mir relativ gut, muss ich sagen. Also, ja, wir haben jetzt das Superfinale verloren, aber ich glaube, wir sind die Sieger vor der Saison, weil wir es auch geschafft haben, mal einen anderen Superfinal herzustellen, als es die letzten 7-8 Jahre war. Natürlich, es ist bitter, dass man so verliert, aber wir haben ihnen sehr die Stange geboten und darum bin ich einfach auch wahnsinnig stolz. Und schlussendlich darf man sich auch zufrieden geben, halt mal mit einer Silbermedaille. Du sagst es, du darfst stolz sein, absolut. Ich meine, die Jets als die grossen Favoriten ins Spiel. Und es war überhaupt ja noch nicht so, dass ihr keine Chancen hattet. Wie hast du das Spiel erlebt? Gut, wir haben gewusst, sie sind auf dem Papier der Favorit, haben aber auch gewusst, dass wir sie schlagen können. Wir haben gewusst, wir wissen, wie wir sie schlagen, haben das auch schon geschafft. Und im Spiel, ja, es ist, wir haben im ersten Drittel haben wir ja extrem viele Chancen gehabt. Genau dort waren wir halt vielleicht ein Spürchen zu ineffizient gewesen, wenn man das zweite Drittel anschaut, wo wir gar nicht ins Spiel kamen, wo sie das nicht so machen wollten, wären halt ein paar Goal mehr im ersten Drittel sicher wichtig gewesen. Aber als ja, muss ich sagen, eben, wir sind nicht untergegangen, wie das vielleicht der eine oder der andere erwartet hat. Und wir persönlich als Team haben das auch nicht erwartet. Wir haben eben gewusst, das wird ein Duell auf Augenhöhe. Was heisst es für die Zukunft, für das Korps? Ja, wir werden daraus lernen und hoffentlich nächste Saison stärker zurückkommen. Also eben Teamkontinuität, die sicher wird da sein, noch ein, zwei Spielerinnen, die wir uns verstärken werden. Und das kommt gut.